Es könnte die Filmlandschaft verändern. Das Crowdfunding erschließt ganz neue Geldquellen. München, das BR-Funkhaus am Wochenende. Die meisten Büros sind leer. Ein Flur wurde zum Filmset umfunktioniert. Die Schauspielerinnen, das Stuntteam und die Crew, alle arbeiten hier am Set der Killerkomödie »Warum Siegfried Teitelbaum sterben musste« erst einmal umsonst. Nur die Unkosten werden über Spenden gedeckt. Die Filmemacher sind Pioniere auf einem bei uns noch neuen Feld, der Filmfinanzierung per Crowdfunding. Es ist ein Experiment. Es ist ja alles ein Experiment. Also der Film ist ein Experiment, Crowdfunding ist ein Experiment, die ganze Beteiligung der Crew. Wir sind mittlerweile 57 Leute, inklusive Schauspielern. Es ist natürlich eine Herausforderung, für 10.300 Euro einen Film zu drehen. Ja, deswegen suchen wir natürlich noch nach weiteren Sponsoren. Aber im Großen und Ganzen haben wir jetzt schon fast ein Viertel abgedreht von dem Film. Crowdfunding, zu Deutsch Schwarmfinanzierung, funktioniert so. Ein Projekt wird im Internet vorgestellt, die Produzenten sagen, wie viel Geld sie brauchen und jeder, der will, kann spenden. Hier zusammen sind auf jeden Fall auch die Produzenten von »Warum Siegfried Teitelbaum sterben musste«. Das Prinzip lautet alles oder nichts. Nur wenn der Betrag zusammenkommt, wird gedreht. Wer Geld gibt, bekommt eine Gegenleistung. Es gibt Plakate, DVDs und Premierenkarten. Für knapp 2000 Euro kann man sich als Co-Produzent einkaufen. Am liebsten möchten die Spender selbst vor die Kamera. Statisten. Ja, also Statisten waren da ganz scharf drauf und wir haben schon zwei am Set gehabt von den Supportern. Also das ist so das Highlight eigentlich von dem Ganzen. Der letzte hat uns dann noch einen DIN A4 langen Dankesbrief geschrieben, dass er dabei sein dürfte, was natürlich total plus, dass er sich angeboten hatte, uns noch weiter in irgendeiner Form zu helfen, wo er uns denn noch helfen könnte, hat er gefragt und so. Das war natürlich, das hat uns natürlich stolz gemacht. Was etablierten Filmproduzenten zu riskant erscheint, mit Spenden kann es dennoch realisiert werden. Auch Skurriles, wie der Nazi-Science-Fiction-Trash Iron Sky. Crowdfunding sehen manche schon als eine Kinorevolution von unten. Feuer frei. Der deutsche Markt für Crowdfunding wächst rasant. Über 1 Million Euro sind 2012 nach Branchenangaben geflossen. Im Jahr zuvor war es nur halb so viel. Computerspieleerfinder, Musiker und Künstler besorgen sich Geld für ihre Projekte. Auf Startnext, der wichtigsten deutschen Seite, wurden schon über 700 Projekte gefördert. Und nicht nur die Ideen junger Hipster. Der 85-jährige Dieter Hildebrandt etwa sammelte hier Geld für ein neues Kabarettmagazin. Ich weiß es noch nicht, wie es ausgeht, aber ich freue mich. Wir wollen nichts anderes als Ihre Aufmerksamkeit. So. Die wichtigsten Beteiligten beim Teitelbaum-Kinoprojekt erhalten erst Geld, wenn der Film Gewinn macht. Viele sind ganz unentgeltlich dabei. Auch Profis opfern ihre Freizeit. Das Stunt-Team etwa arbeitete schon mit bei Inglourious Basterds. Immer mehr Leute springen auf den Zug eigentlich auf und unterstützen uns. Und dadurch mussten wir bisher glücklicherweise nicht allzu große Kompromisse eingehen. Maßstäbe setzt das Kinofilmprojekt der US-Fernsehserie Veronica Mars. Bislang wurden über 5,7 Millionen Dollar eingesammelt. Die bislang höchste Summe für ein Crowdfunding-Filmprojekt. If we reach our fundraising goal, we'll shoot the movie this summer. Also ich glaube, drüben in Amerika ist es wirklich so, da geht es wie das Brezelbacken. Wenn das Projekt gut ist, die Leute überzeugt, dann geht es sehr schnell. Hier ist es immer noch so, glaube ich, grundsätzlich die Haltung, mal so ein bisschen abwarten, mal gucken, was da passiert. Es passiert viel. Auch bekannte Darsteller wie Rosenheim-Korb Josef Hannesschläger machen mit. Das Drehbuch ist zwar Geheimsache, aber das macht das Crowdfunding-Projekt offenbar für viele Unterstützer erst recht interessant. Ende des Jahres soll »Warum Siegfried Teitelbaum sterben musste« ins Kino kommen. Wir sind gespannt.